zu einer neuen Folge von Unboxing. Wir schauen uns heute einen neuen Gaming-Stuhl an und das ist was ganz, ganz Besonderes, nämlich von Osem, nämlich den Neutron Gaming-Massagestuhl. Und den hat auch schon, ihr kennt bestimmt alle PC-Gamer, die haben das auch schon getestet und die waren ganz begeistert davon. So, der Stuhl kostet ursprünglich, muss man gleich mal sagen, 1600 Euro. Das ist wirklich eine Stange Geld. Jetzt gibt es den Stuhl für 900, also 899 Euro. Ihr kriegt ihn sogar ein bisschen verbilligt. Rabatt, wenn ihr unten nochmal in die Beschreibung guckt, ist noch ein Link mit dabei mit Rabatt, Rabatt, Rabatt. Da könnt ihr über meinen Link, Mr. John Drake, könnt ihr da nochmal ein paar Euro sparen. So, nichtsdestotrotz gucken wir uns jetzt mal an, was der Gaming-Stuhl hergibt. Wie schon gesagt, 900 Euro, das ist eine Stange Geld. Aber wir gucken einfach mal, oder was Phase ist. So, also, hier ist auch eine riesen fette Gebrauchsanleitung. Aber ganz ehrlich, ich packe sie nicht aus. Weil als Mann, ihr wisst ja, ne, das braucht ein Mann nicht. Dafür gibt es nochmal riesengroß fette Anleitung. Also Montageanleitung in diversen Sprachen in könnte Holländisch sein. Hier haben wir es nochmal auf Englisch wahrscheinlich. Zack, dann haben wir es auf Italienisch. Dann haben wir es auf Spanisch, Mexikanisch, Rico, Radisch, Wort auch immer. Und für uns natürlich, oder für mich jetzt wichtig, Deutsch. Ganz große Beschreibung. Ist easy, glaube ich, oder? Nachdem werde ich es auch anbauen, zusammenbauen, aufbauen, wegbauen, zubauen. Und dann gucken wir mal, was das so ergibt. Also wir bauen, wenn übrigens Katzen durchs Bildschirm fetzen, dann nicht wundern, denn die sind gerade sehr stark aktiv. Klar, wenn man irgendeine große Schachtel hat, dann wisst ihr immer, was ist, ne? Die Katzen haben die wissen Bescheid. Wir fangen mal an. Der große Fuß. Sogar 1, 2, 3, 4, 5 noch. Ich hoffe, ich kriege die Zelle von 5, genau. 5 Füße, normal, ich kenne es aber nur mit 4. Top 5. Stabilität muss sein. Dieser ganze Karton hat 38 Kilo gewogen, ne? Das mal so am Rande zu erwähnen. Also es ist wirklich sau schwer. Vielen Dank an UPS, dass das jetzt hier ins Haus getragen hat. Ne? Dankeschön dafür. So ein Kissen. Ich bin schon gespannt, weil es ist auch eine Fernbedienung dabei, die dann unterm Griff ist. Also da bin ich schon richtig gespannt, wie das aussieht, wie das funktioniert mit den ganzen Massagefunktionen. Das muss mega geil sein. Und wenn das PC-Gamer schon, wenn die das schon schreiben, dann ist da schon ganz schön was los. So, ich packe das jetzt mal so aus. Ich muss das fast so auspacken. Meine Frau wird sich freuen. Warum? Weil natürlich der Boden dann über die ganzen Buckel wieder rumfetzen. Das wird sie bestimmt sehr freuen. Alter, also, vorbei. Katzen. So, da kommt die Technik raus. Da unten ist nochmal eine riesen Schachtel versteckt. Versteckt. Auf alle Fälle gut verpackt. Ich habe die Variante Orange bekommen. Und der hat schon Gewicht. Oh, also das wiegt bestimmt, und das wir reden jetzt hier von der Rückenlehne, die wiegt bestimmt mit Muss 10 Kilo. Oh. Und ich habe gedacht, ich habe Wochenende. Muss ich nochmal arbeiten im Toaster. So. Hier. Also wir haben hier schon mal die erste Steckverbindung. Hier, das ist jetzt mal auf jeden Fall sehr gut verarbeitet hier, die erste Steckverbindung. Da müssen wir dann mal schauen, was das dann alles so genau ist. Wo, wie, was, wo geht es. Hier schon mal weg. Hier geht es gleich weiter. Hier sind noch mehr Steckverbindungen. Also ihr seht, wir haben hier 1, 2, 3. Ach, jetzt warte mal, jetzt muss ich das mal umdrehen. Ne? So, jetzt ist richtig. Schweres Ding und riesengroß. Alles sieht noch Stoff. Das sind die Bahnen, weil hier kam unten, wenn man. Da kann man jetzt hier sehen, das sind diese Massagedinger hier und ich glaube, es sind glaube ich zwei oder so. Ich weiß nicht, wir gucken es uns einfach mal an, weil ich habe hier 1, 2, 3 Steckverbindungen. Für was die dann genau sind, müssen wir uns anschauen. Hier ist auch noch, achso, das war die, ne? Dann haben wir schon. 3 Steckverbindungen, was es dann genau ist, gucken. Oh, da kommst du ins Schnaufen, ne? Katze gewesen. So, dann. Das ist das. Irgendwo müsste noch eine Fernbedienung verstecken. Hier, guck mal da. Guck dir das mal an, was man alles machen kann. Also ich jetzt mal Standby einschalten, Rückenmassage. Oh, ich habe keine Ahnung.
Haufen Zeug. Hier, der gibt erstmal eine Schelle. Rauf, runter. Ich schätze mal, das werden die Stärken sein. Das sieht schon richtig geil aus. Ne? Dann kannst du das hier wieder schön unter den Zocken. Oh. Oh. Wieder reinklopfen. Hier wird Schrauben und Gedöns drin sein. So. Packen wir das nochmal aus. Wiegt auch gar nicht so wenig. Da steht jetzt nichts drauf. Aber, Gewicht hat es, aber Unende. Hier, guck mal da. Hier, noch was zu knabbern. Quatsch, will ich nicht. Hier ist noch ein Schutz drauf. Dann nehme ich hier unten, wenn ich hier gucke, hier ist auch noch mal eine Steckverbindung hier. Hier, da ist noch mal eine. Was die ist, weiß ich noch nicht. Vielleicht kriegen wir dann einen heißen Popo, wenn man die einschaltet. Das muss man sich dann anschauen. Aber alles schon sehr gut hier. Man merkt es aber auch schon, wenn man das anfasst, das hat Qualität. Das merkt man einfach. Das Plastik hier, oder das Kunststoff hier an der Seite ist sehr dick gemacht. Also das ist schon nicht so. Ich kenne das, ich habe einige Gaming-Stühle schon vorgestellt und meistens ist es recht dünn, das hier. Aber es ist richtig dick und hat ganz schön Gewicht. Also, wenn das Ding keine Rollen hätte, ich würde es niemals rumschleppen oder irgendwo von A nach B transportieren. So, jetzt gucken wir nochmal schnell rein, was hier in die Überraschungskiste ist. Ich hoffe, da sind noch ein paar Gummibärchen drin. Sicherheitsmesser. So. Schauen wir mal, was da noch drin ist. Ach, das Kissen, ne? Die Mutti räumt schon auf zu Hause, habe ich schon geklärt heute. Ach, hier. Das Logo. Das Umsi-Logo. Okay. Mit Schlaflappen. Ja. Und dann kommt natürlich Material. Es sind relativ wenig Schrauben, zumindest die zu schwer mal raus, weil das könnten. Warte mal, das ist hier. Irgendwelche Plastikgriffe, das schauen wir uns dann an. Das ist der Dämpfer, klar. Das ist klar, von hier zum Drehdingsbumsgedöns. Hier sind die Reifen dazu. Und wir haben dann anscheinend, das müssen wir nochmal schnell reinschauen. Das ist, glaube ich, der erste Gaming-Stuhl. Ja, genau. Der erste Gaming-Stuhl, der die wenigsten Schrauben hat. Ich glaube, die werde ich relativ schnell zusammengebaut bekommen. Das sind jetzt hier nämlich genau 1, 2, 3, 4 Schrauben und 2 kleine. Das war's. Ansonsten sind so ein paar Plastiknippel, das sind so Kappen praktisch. Das ist wirklich gut gemacht. So, na klar, du brauchst auch Strom. Klar, wir müssen die ganzen Sachen natürlich unter Strom setzen. Da haben wir das Kabel. Ne? 220 Volt, ist klar. 60 Watt. Da schimpft die Mutti wieder bei den Strompreisen. Ja, sie grinst schon, passt. Gut, dann haben wir es auch geklärt. Ja, ich sage jetzt mal, mehr ist nicht dabei. Aber das, was ihr jetzt hier schon seht, ist schon nicht schlecht. Ich will das Kissen hier noch schnell auspacken. Und dann gehen wir mal ans Eingemachte, indem ich das zusammenschraube. Heinz! Und dann gucken wir mal. Hier, kannst du das Spielen gehen. Genau, dann wollen wir mal schauen. Genau, das ist dann jetzt mal ein Rückenkissen. Und dann sieht das Ding so aus, wie es aussieht. Coole Sache, also ich bin jetzt mal gespannt. Ich baue das jetzt mal auf. Ihr werdet das wieder im Zeitraffer sehen und dann gucken wir mal einfach, oder? Was der Stuhl am Schluss dann so hergibt. Also.
Wir haben natürlich hier nicht nur einen Massagestuhl oder einen Gamingstuhl, sondern wir haben auch Lautsprecher verbaut. Und deswegen ist es witzig an diesem Gamingstuhl. Ihr verbindet euch das Ganze mal mit Bluetooth, einschalten, suchen, verbinden. Das funktioniert, egal ob das jetzt mit meinem Handy war oder mit dem Handy von meiner Frau. Und da kann man ganz normal schön Musik hören. Die Lautsprecher sind hier im oberen Bereich verbaut. Kann man schön laut drehen, wenn man das möchte. Und es ist richtig, wäre jetzt richtig cool, wenn du ein Autospiel spielst oder keine Ahnung, oder auch wenn du im Büro sitzt, ist es richtig gut. Also ich würde es jetzt mal nicht zwingend als Gamingstuhl bezeichnen, sondern wenn du im Büro bist, du kannst dich massieren lassen, im Hintergrund hörst du einfach deine Lieblingsmucke und machst einfach da deine Arbeit. Mega geil eigentlich, ne? Also der geht richtig, richtig laut. Also wir haben eine richtig krasse Lautstärke. Also ich habe es jetzt mal im unteren Bereich und reicht voll aus. Also vielleicht für die Leute, die im Büro sitzen, wäre das vielleicht eine gute Alternative auch. Könnt ihr mal euren Chef fragen, wie es aussieht. Hier, cooler Stuhl, massieren, Mucke hören. Da bringt man doch gleich mehr Leistung in Arbeit, oder? So, das vielleicht nochmal zur Funktion Musik. So, fertig aufgebaut. Ihr habt es im Zeitraffer ja gesehen. Der Aufbau war eigentlich relativ easy anhand der Anleitung. Ich habe wirklich bloß 6 Schrauben gebraucht, das ist sehr untypisch eigentlich, aber hat gepasst. Einzige, was ein bisschen gefuchst hat, waren diese Plastikdinger hier, weil die Schrauben nicht so easy waren, aber ging dann schon. Ne? Also das passt, also Aufbau relativ easy. Kommen wir zu den Funktionen. Also ich habe hier die Möglichkeit, darauf und runter zu machen. Ne? Ich kann natürlich den Stuhl hier hoch und runter lassen, das ist aber auch klar. Ne? Ich kann, jetzt mache ich jetzt kurz das Kissen weg. Ich kann mich praktisch nach hinten chillen. Ich weiß gar nicht, wie weit es geht, dann machen wir einen Test. So weit geht's. Also ich könnte mich hier nicht rein chillen, aber das mache ich nicht. Warum mache ich es nicht? Aus folgendem Grund, weil, wie ihr es gesehen habt, hier gibt es nämlich eine Fernbedienung. Oh, das muss man drücken hier. Scheiße mit der Scheiße. Gibt es hier? Ach hier, da ist er. Genau, also hier habe ich eine sogenannte Massagefunktion. Da gibt es einen Standby-Knopf. Da kann ich mal drauf drücken. Ach du Freude. Sieht man schon Zapperfaden? Nee, ne? Also er fängt jetzt an zu massieren, er geht von oben nach unten. Oh. Gut, was gibt's noch? Das ist jetzt. Oh, was ist das hier? Ich kann mir doch gar nicht aus. Wie macht man das hier? Was ist das? Oh nein, mach mal den Knopf hier. Ich habe hier hinten glaube ich auch noch irgendwas. Ich muss mich hier bitte. Irgendwas läuft hier, ich habe keine Ahnung. Ich habe noch nicht herausgefunden, wie es zu. Was ist das für ein Knopf? Oh. Oh, jetzt ja, jetzt wird es interessant. Geht der von alleine auf? Wurde schon getestet? Muss man drücken oder was? Oh! 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 Oh, ja, das ist gut. Also, ich kann euch versprechen, wenn ihr euch so einen Stuhl zulegt, der Stuhl ist nicht nur zum Gaming-Zocken da, sondern den könnt ihr euch gerne ins Wohnzimmer stellen vom Fernseher und könnt euch einfach mal gepflegt durchkneten lassen. Und das ist echt gut. Also hier zeigt kein Scheiß, das finde ich gut. Oh, nach einem harten Arbeitstag kannst du hier rein chillen, kannst dich schön massieren lassen. Also echt geile Funktion hier. Oh, kann man das sehen? Warte mal, hier, ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Ja, das ist es kreist. Wir haben ja, glaube ich, noch eine Wärmefunktion. Kann das sein? Da war, glaube ich, irgendwas, ne? Das wandert dann nach oben, wenn man dann hier drückt. Da gibt es noch so eine mit so einer Klopfmassage. Die wandert dann nach oben, ne? Du hast schon getestet, Schatz. Hier, guck. Also die geht dann nach oben. Und dann kannst du hier praktisch dich hinsetzen und dann... Oh, richtig gut. Also, meine Damen, meine Herren... Ich werde mich jetzt noch ein bisschen zurecht kneten lassen mit dem U-Tron Massage Gaming Stuhl. Kann man wieder sein von hier oben, so ist es. Wo ist denn eigentlich der Auslöser? Ach ja, hier einfach. Genau, also richtig coole Funktion. Irgendwie habe ich es noch nicht ganz raus, egal. Cooler Stuhl. Wie schon gesagt, PC-Gamer hat das auch schon getestet. Man kennt, der eine oder andere kennt es bestimmt. Und macht richtig einen richtig soliden, guten Eindruck. Klar, der Preis ist nicht ganz ohne, aber dafür. Habt ihr richtig gute Qualität, das muss man sagen. Und der macht richtig was her, finde ich. Ne?
ist gut schwer. Das heißt, auch für Leute mit einem dicken Kessel, das glaube ich, da wird man keine Probleme haben damit, dass das Angst hat, dass das Ding zusammenbricht, umstürzt oder whatever. Das glaube ich nicht. Denn es ist wirklich sehr, 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 sehr robust mit fünf Füßen unten, das der auch sehr schwer ist. Also der komplette Kopf unten, das hat schon Gewicht. Und wie schon gesagt, ich glaube, so wie er zusammengebaut ist, wiegt er bestimmt 28 Kilo, hätte ich jetzt gesagt. Mal so grob geschätzt. Weil 38 hatte die Verpackung. Ein bisschen Material abziehen, Schachtel, Karton, Gedöns. Also, das war ich schon wahrscheinlich gut gerechnet. Aber der hat echt, der hat Gewicht. Also, den machst du, glaube ich, nicht so schnell kaputt. Cooler Stuhl. Guckt euch das in der Videobeschreibung an. Da habe ich mit dem Link mit reingepackt. Da könnt ihr mal draufklicken. Und wie schon gesagt, kriegt ihr ein bisschen Rabatt. Wenn er meinen Namen Mr. John Truck eingibt. Wer sich sowas gönnen möchte, das ist schon wirklich High-End-Level hier. Ne? Das muss man schon sagen. Gut, dann wisst ihr Bescheid. Falls ihr noch Fragen habt zu diesem Gaming Stuhl, dürft ihr natürlich gerne machen. Einfach kommentieren. Ansonsten Link, wie schon gesagt, in der Beschreibung. Lasst einen Daumen da, Abo auf den Kanal, nicht vergessen, die Glocke drücken. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit den Umsi Gaming YouTube Massage Hardcore Stuhl. Ja, wird's aus. In diesem Sinne, ich wünsche euch was. Macht's gut, bis bald.